Tempelgarten, was gibt es denn Schönes hier? Naja, ein Besuch im Tempelgarten ohne Klosterlikör geht nicht. Einmal mit dem Tempelwasser zur Stärkung, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, muss man ja entsprechend disponiert sein. Und unser berühmter Klosterlikör mit Pater Wichmann drauf, ja, der war der erste Prior unseres Klosters vor fast 800 Jahren. Und er hat dieses Rezept entwickelt, was wir bis heute nicht wissen, wie es zusammengesetzt ist. Geheimnis. Das hat er mit ins Grab genommen. Ja, trinkt man den. Schön kühl. Und dann mit einem Schluck sozusagen hinter. Das geht ja in der Menge.